Aus dem Kapitel vom Pfarr und der Kirche, vom Pfarrer, Kirche und Religion im Allgemeinen. Ledig geresse, losgerissen. Früher wurde in bestimmter Obstand in der Kirche Mission gehalle. Da kommen meistens zwei Pater vom Frauberg, wo die Leute wie immer noch all die Sitte sollte durchrütteln. Die Pader zogen dann halb so richtig vom Leder und dabei ging's manchmal auch recht laut her. Die Sorte predigte, setzte natürlich denen, wo sich alles zu Herzen nahmen, also mal recht zu und brachte sie ganz durcheinander. Einmal, es war bei der Schlusspredigt, hat ein Vater aus den Jungen mitgenommen. In der Nähe von der Kanzel fangen sie einen Platz. Der Pader ging noch einmal aufs Ganze und predigt sich als mehr in die Brüse. Und manchmal les er auch, wie man so sehr, der berechte Göll los. Dem Jungen wurde stört bei als Ängster, er geruch immer näher bei sein Vater und greif noch dem seine Hand. Zuletzt fuhrwerk der Pater auch noch als mit seinen Hängen in der Luft rum. Und wie er dort dabei immer so richtig vor Enge aushüllt, fährt er sich aus Versehen mit dem Dume in der Padersgürtel nie, riss den uff, und das Ei eng flieht im hohen Bogen über die Brüstung von der Kanzel. Da sah der Jung mit weit aufgerissenen Augen: Pappe, komm, wir gehen lieber heim, jetzt hat er sich ledig gerissen.